Herzlich willkommen bei Auf eine Tasse mit dem ZM. Inspirierende Interviews zu interdisziplinären Themen, geführt von Jürgen Vogel. Ja, herzlich willkommen zu Auf eine Tasse mit Thomas Haas, Bürgermeister der Gemeinde Satteldorf. Und ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken, dass Sie das möglich gemacht haben, dass wir heute ein Gespräch führen dürfen. Für unsere Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer noch der Hinweis, wir kommen immer regelmäßig einmal im Monat ins Gespräch mit Kooperationspartnerinnen und Partnern und stellen die gerne in einem Interview vor und wollen auch natürlich berichten, wie denn diese Kooperation aussieht. Aber in erster Linie geht es natürlich dann auch um die Person, die Persönlichkeit hier in diesem Falle von Thomas Haas. Thomas Haas ist ein Ur-Satteldorfer, in Schwäbisch Hall geboren, in seiner Heimatgemeinde aufgewachsen, war dann auch lange Jahre in der Kirchengemeinde aktiv, aktives Feuerwehrmitglied, also bis zum Antritt des Amtes als Bürgermeister. Und konnte also dann früher durchaus mal den Bürgermeister oder den damals noch angehenden Bürgermeister oder auch mal beim Einsatz in der Feuerwehr antreffen. Also lebt dann aus meiner Sicht auch durchaus so das kommunale Leben. Das Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaften hat ihn zur Universität Konstanz sowie an die englische University of Sheffield geführt. Seine Masterarbeit hat er dann in Speyer verfasst und sich mit dem Thema kommunale Finanzaufsicht befasst. In seiner Bachelorarbeit widmete er sich des kommunalen Finanzausgleiches. Was ihm das im Alltag als Bürgermeister bringt, ob das trockene Themen sind, wie das vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag, das möchte ich heute von Thomas Haas erfahren oder ihn auch fragen. Aber auch, wie viel Kreativität und Gestaltungsmöglichkeiten in der Kommunalpolitik möglich sind und was Thomas Haas beruflich und privat so umtreibt, antreibt und vorantreibt. Das möchte ich natürlich auch rausfinden, denn hier erfährst du viel Spannendes über die Person und die spannende Persönlichkeit von Thomas Haas. Ja, hallo Thomas, wir hatten uns jetzt eingangs oder kurz vor dem Gespräch dann darauf verständigt, dass wir das Du wählen. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute ins Gespräch zu kommen. Und wir fangen, wie eigentlich immer so Tradition, gleich mit dem Fragenhagel an. Sitzung oder Spatenstich? Spatenstich lieber, aber ohne Sitzung kein Spatenstich. Aktenstudium oder mittendrin bei den Leuten? Lieber mittendrin bei den Leuten. Instagram oder Facebook? Instagram. Kochen oder essen gehen? Ganz schwierig. Beides liebe ich, aber weil Kochen ein Hobby von mir ist, würde ich mich für Kochen entscheiden. Ja, kann man ja auch dann die Freunde verwöhnen, ne? Macht ja auch Spaß. Also für andere kochen kann ja durchaus auch ein mehr Gewinn sein. Ja. Satteldorf oder Berlin? Klar, Satteldorf. Was ist eigentlich der Reiz daran, Bürgermeister zu sein? Was macht das aus? Das ist eine gute Frage. Also Bürgermeister zu sein ist vor allem eines sehr, sehr spannend, weil man ja wirklich mit sämtlichen Themen als Bürgermeister zu tun hat, die das Leben ausmachen, die das Leben in einer Gemeinde ausmachen. Also von der Wiege bis zur Bahre, das Sprichwort, das kennt man. Und genau das zeichnet auch den Alltag eines Bürgermeisters aus. Und vor allem, es geht nicht nur darum, Dinge zu verwalten und irgendwelche Bauprojekte umzusetzen, sondern es geht darum, vor allem mit den Menschen hier gemeinsam vor Ort die Heimat zu gestalten. Und das ist eigentlich das, was besonders spannend und reizvoll an diesem Job ist, weil man einfach ganz nah bei den Menschen ist und auch, wenn man hier selber wohnt, natürlich seine eigene Heimat mitgestalten kann. Im Studium hast du ja schon so Richtung Finanz, also einen Schwerpunkt entwickelt, so habe ich es zumindest rausgelesen, der Richtung Finanzen geht, spielt ja eine große Rolle. Wie würdest du den Spielraum, den Kreativspielraum innerhalb dieser Begrenzungen und Reglementierungen beschreiben?
Also genau richtig. Ich habe mich ganz bewusst auch vor allem mit den Kommunalfinanzen auseinandergesetzt, weil ganz klar ist, ohne Moos nichts los. Das heißt, es braucht eine ordentliche Finanzausstattung von Gemeinden, damit Gemeinden auch selber ihre Ideen und Projekte umsetzen können. Das ist ganz klar. Und ich glaube, in aller Munde ist, dass vor allem Bürokratie uns belastet. Das geht den Unternehmen so, das geht uns Bürgerinnen und Bürgern so, das geht aber leider auch den Kommunen so. Und dementsprechend ist sicherlich der Gestaltungsspielraum für Kommunen nicht mehr ganz so groß, wie er mal war. Aber, und das will ich wirklich auch voller Selbstbewusstsein sagen, die Kommunen leben ja auch von der im Grundgesetz verankerten Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden. Und dementsprechend haben wir auch im Verfassungsgefüge des Staates eine wirklich starke Rolle, weil wir alles, was uns hier unten im Sinne von der untersten Ebene des Staates betrifft, dürfen wir auch selber gestalten. Und das ist wirklich auch ein ganz besonders toller Gestaltungsspielraum und natürlich aber auch eine Verantwortung, die damit einhergeht. Ich habe auch immer so den Eindruck, wenn man so auf das Wahlgeschehen guckt, es gibt immer Überraschungen, dass Bürgermeister plötzlich von einer Partei gewählt werden, die jetzt gar nicht zu der Soziokultur, zu der gesellschaftlichen Zusammensetzung passt, aber es sind ja ausgesprochene Personenwahlen. Und da überzeugt ja wirklich auch dieser Gestaltungswille und weniger, welches Parteibuch trägt derjenige mit sich. Ja, so ist es. Und das ist bei uns hier vor allem in Satteldorf auch sehr, sehr deutlich, dass man da klar auch sich auf die Person fokussiert. Parteien spielen bei uns zum Glück, muss ich sagen, obwohl ich selber auch in der Partei bin, keine Rolle, weil wir alle auch im Gemeinderat und auch in der öffentlichen Gesellschaft hier in der Gemeinde davon überzeugt sind, dass Kommunalpolitik vor allem Sachpolitik ist. Oh. Es geht darum, die Probleme zu lösen und das Alltagsleben der Menschen zu verbessern. Und da spielt es keine Rolle oder nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, wer aus welcher Denkrichtung oder aus welchem Blickwinkel auf das Thema schaut. Bleiben wir doch mal genau jetzt bei diesen Themen. Was sind denn die Herausforderungen auf kommunaler Ebene im Allgemeinen, aber vielleicht auch speziell für die Gemeinde Satteldorf? Also die größte Herausforderung ist, glaube ich, ganz allgemein und vor allem natürlich auch für uns hier in Satteldorf, dass wir weiterhin attraktiv bleiben, sowohl als Wohnort als auch als Arbeitsort. Und warum sage ich das? Jetzt könnte man sagen, Satteldorf ist doch attraktiv. Warum ist das eine Herausforderung? Das ist deshalb eine Herausforderung, weil das eine immerwährende Herausforderung ist. Man muss immer schauen, dass man zum Beispiel die Infrastruktur auf Stand hält, dass man weiterhin und auch konsequent und auch voller Überzeugung familienfreundlich ist. Das sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass sich Menschen aktiv dafür entscheiden, auch hier sich niederzulassen, hier vielleicht auch Familie zu gründen. Und damit ist auch ein wichtiger Grundstein gelegt, wenn die Voraussetzungen da sind, dass sich Leute hier wohlfühlen, dass eben so eine Gemeinde auch lebenswert und auch liebenswert bleibt, sprich andersrum ausgedrückt, dass sie nicht veraltert oder überaltert und dass sie dementsprechend auch nicht ausstirbt, also ganz drastisch ausgedrückt. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich als Gemeinde immer wieder darauf fokussiert, was sind auch die Ansätze und die Ansprüche an modernes Leben, was braucht es, damit so eine Gemeinde lebenswert ist. Und dazu zählen eben die beschriebenen Dinge, aber eben auch ganz klar, dass es hier attraktive und auch gute Arbeitsplätze gibt. Das geht alles mit einher. Leben bildet Wohnen und Arbeiten. Ohne Arbeiten kein Wohnen, ohne Wohnen kein Arbeiten. Und dementsprechend setzen wir auch vor allem hier in Satteldorf als starker Wirtschaftsstandort viel Energie darauf ein, dass wir auch weiterhin gute Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen bieten, dass die Unternehmen, die da sind, Entwicklungsmöglichkeiten haben hier bei uns vor Ort, aber dass natürlich darüber hinaus auch neue Unternehmen sich hier ansiedeln können. Gibt es da so Themen, die jetzt so generationsübergreifend, also ich sitze mal sage, die weit nach dem, du jetzt vielleicht auch als Bürgermeister aus dem Amt geschieden bist, ja eine Rolle spielen, also die Weichen, die dann vielleicht in 30, 40 Jahren ein Thema sein werden, gibt es da auch Themen, die dich kommunal beschäftigen? Also klar, alle Aufgaben, die man hier eigentlich auch im Rathaus lösen muss, sind immer für Generationen gedacht. Das ist ganz selbstverständlich. Es wäre wirklich zu kurz gedacht, wenn ich jetzt aus meiner Wahlperiode zum Beispiel herausdenken würde oder wenn ich nur aus meiner Generation herausdenken würde. Dementsprechend versuchen wir auch, und das sage ich ganz bewusst wir, also wir als Gemeinde, wir auch als Gemeinderat, immer ganz bewusst sämtliche Blickwinkel natürlich zu einer Herausforderung auch zu betrachten. Und es ist klar, wenn wir jetzt heute auch zum Beispiel die Weichen nicht entsprechend stellen, dass unsere
Infrastruktur dahingehend modernisiert wird, dass wir auch digitalisiert sind als Gemeinde, dann liegt uns das irgendwann sehr, sehr schwer auf den Füßen. Hm. Sprich, wir investieren auch gerade aktuell sehr, sehr viel Geld, mehrere Millionen Euro, in den Breitbandausbau, damit wir flächendeckend in der gesamten Gemeinde auch Glasfaseranschluss haben. Wenn wir das heute nicht tun, dann hindert uns das sicherlich morgen, aber vor allem auch übermorgen und überübermorgen. Das heißt, bei allem, was wir tun, müssen wir immer auch die Folgen natürlich in 10, 20, 30 Jahren mit berücksichtigen, soweit es eben geht. Aber es ist klar, wir denken schon über Generationen hinaus. Das ist auch unsere Verantwortung, die wir hier natürlich auch wahrnehmen müssen. Also ich habe hier in der Vorbereitung auch gesehen, dass du in einigen Wasserverbänden ja, aktiv bist. Genau. Und also über Gemeindegrenze hinaus. Ich denke, da geht es ja ganz konkret auch um das Thema Nachhaltigkeit. Ja, natürlich, genau. Es gibt zum einen Wasserverbände, die Trinkwasser zur Verfügung stellen. Da sind wir als Gemeinde natürlich Mitglied, weil wir als Gemeinde auch Trinkwasserversorger sind. Wir machen das alles in Eigenleistung. Wir sind der Trinkwasseranbieter der Menschen hier in der Gemeinde. Das zum einen. Und da geht es natürlich ganz entscheidend auch um Nachhaltigkeit. Also es gibt nichts Wichtigeres, als das Lebensmittel Nummer eins, das Wasser, das Trinkwasser, auch in Zukunft anbieten zu können. Und da geht es natürlich um Themen wie Grundwasserspiegel, auch die Herausforderungen, die mit dem Klimawandel einhergehen, dass die Wetter immer extremer werden, das Klima eben sich verändert. Und das spielt ganz eng in den zweiten Bereich der Wasserverbände hinein. Der zweite Bereich der Wasserverbände betrifft vor allem den Hochwasserschutz und den Niedrigwasserschutz, also Niedrigwasseranreicherung. Ja. Da geht es also darum, dass wir uns als Gemeinden auch zusammengeschlossen haben und da aktiv dran arbeiten, dass wir zum einen unsere Bürgerinnen und Bürger vor extremen Wasserereignissen, Hochwasserereignissen und Starkregenereignissen schützen können, indem wir entsprechende Hochwasserrückhaltebecken beispielsweise gebaut haben in der Vergangenheit und die jetzt unterhalten und immer wieder prüfen, passt das alles von den Kapazitäten her? Und zum Zweiten, ich habe das Stichwort schon genannt, Niedrigwasseranreicherung, das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt. Die Wetter werden extremer, die Sommer werden heißer, und Niederschlag wird ungleicher verteilt. Und da haben wir als Kommune auch eine Verantwortung natürlich für unsere natürlichen Lebensgrundlagen, dass auch beispielsweise Wasserlebewesen in unseren Flüssen und Bächen auch in trockenen Phasen leben können. Und dass also auch bei Niedrigwasser aus unseren Becken heraus, die zum einen Hochwasserschutz sind, aber eben zum zweiten auch Niedrigwasseranreicherung bieten können, dass wir aus den Becken heraus für ein gewisses Gleichgewicht sorgen. Das sind ja dann so wirklich richtig übergeordnete, generationsübergreifende Themen. Aber ich würde gerne auch wieder so in die Jetztzeit zurückkommen. Also wenn man dir so auf Social Media folgt, hatte ich jetzt den Eindruck, du bist durchaus so ein Bürgermeister zum Anfassen, den man ansprechen kann. Und da fiel mir auch auf, du warst bei dem Sponsorenlauf der Grundschule mit dabei. Und ja, da würde mich interessieren, worum es denn da eigentlich dabei geht und wer denn den Erlös von diesem Sponsorenlauf bekommt. Ja, vielleicht vorab noch ein Wort zu dem Anspruch, ein Bürgermeister zum Anfassen zu sein. Also ganz klar, das ist auch mein Selbstverständnis an mich, auch an das Amt, dass ich eben vor allem für die Menschen da bin. Darum geht's. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich draußen bei den Menschen bin. Und zum anderen, dass ich aber eben auch erreichbar bin für Menschen. Und da nehme ich für mich in Anspruch, dass ich natürlich klassische Kommunikationswege bedienen, also dass ich draußen bin, auch das persönliche Gespräch, dass ich auch, aber eben auf der anderen Seite auch digital erreichbar bin und deswegen bin ich auf Instagram beispielsweise oder auch auf Facebook aktiv, weil es mir wichtig ist, auch da ansprechbar zu sein und zum Zweiten aber auch zu präsentieren, was hier alles läuft und da bin ich auch davon überzeugt, dass wir viel, viel tun und dementsprechend will ich das gerne auch mit den Menschen teilen, damit eben auch die Menschen draußen sehen, wir engagieren uns hier wirklich für die Gemeinde und wollen auch das Beste für die Gemeinde erreichen. Ja, und dann zum Sponsorenlauf. Genau, ich habe sehr gerne mitgemacht. Jetzt beim zweiten Sponsorenlauf, nachdem ich beim ersten Sponsorenlauf nur als Gast mit dabei war. Und dann habe ich vollmundig gesagt, Mensch, warum laufe ich eigentlich nicht mit? Ich engagiere mich gerne im nächsten Jahr, wenn ihr nochmal einen Sponsorenlauf macht. Habe damit quasi auch ein Stück weit die Voraussetzung dafür gelegt, dass der zweite Sponsorenlauf auf jeden Fall wieder stattfindet. Und dann war eben die Einladung da, dass der zweite Sponsorenlauf auch dieses Jahr stattfinden soll. Und dann habe ich gesagt, na klar, stehe ich zu meinem Versprechen und bin selbstverständlich auch gerne mitgelaufen, auch mit einem gar nicht so schlechten Ergebnis. Insofern hat es sich auch gelohnt, dass ich mitgemacht habe. Und der Erlös,
Deswegen sage ich, es hat sich gelohnt, dass ich mitgemacht habe, ging zu 100% an unsere Grundschule und zwar für die Finanzierung einer vierten zusätzlichen Sportstunde. Nach dem Lehrplan sind nur 3 Schulsportstunden vorgesehen für den Grundschulbereich und wir bieten bei uns in Sattelhof seit vielen Jahren eine zusätzliche vierte Sportstunde an, weil wir davon überzeugt sind, dass sich Kinder mehr bewegen sollten, als sie das in ihrem Alltag tun. Und um das Ganze zu finanzieren, haben wir den Sponsorenlauf über die Grundschule ins Leben gerufen. Die vierte Stunde im Schulalltag konkret heißt ja, da gibt es einen Schulschwerpunkt. Also die Gemeinde, vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen das nicht bekannt ist, in der Regel sind ja auch die Gemeinden, die Schulträger, müssen ja für die Finanzierung sorgen, die Gebäude instand halten etc. Also eigentlich auch ein unmittelbarer Mehrwert ja für die Gemeinde an sich. Ein Stück, ein kleines Stück, aber auch kein unerhebliches Stück Lebensqualität, Familienfreundlichkeit. Ne? Und gibt es darüber hinaus noch mehr Nutzen, Mehrwert, den du da noch siehst? Also klar, der Mehrwert liegt sicherlich darin, dass zum einen sich Kinder bewegen und wir damit auch einen Beitrag leisten, dass Kinder gesund sind, auch von Kindesbeinen an. Und dass einfach auch so ein Stück weit der Grundstein dafür gelegt wird, dass sie in Zukunft sich weiterhin bewegen und dementsprechend hoffentlich eben dann auch gesund bleiben. Und du hast es schon angesprochen, wir haben bei uns in der Grundschule den Schwerpunkt der Bewegung, des Sportstandorts. Wir haben einen sehr, sehr aktiven Sportverein bei uns in der Gemeinde, einen großen und mehrere kleinere noch. Und das ist auch ein Stück weit aus dieser Überlegung heraus entstanden, wie führt man Kinder frühzeitig an das Thema Sport, auch an das Thema Vereinssport heran. Und deshalb haben wir dann eben aus Überzeugung gesagt, es macht Sinn, diese vierte zusätzliche Sportstunde anzubieten, um dementsprechend eben vor allem für die Kinder einen Mehrwert anzubieten. Und idealerweise haben Kinder dann so viel Freude an Bewegung und Sport, dass sie eben natürlich auch in unsere Vereine hier vor Ort eintreten und damit natürlich auch das Gemeinschaftsleben bei uns in der Gemeinde ganz entscheidend mitprägen. Weil ohne Kirchen und Vereine gäbe es bei uns kein zivilgesellschaftliches Leben, gäbe es kein Miteinander. Und deshalb ist es so wichtig, dass Kinder vor allem auch frühzeitig an Vereinsleben, an eben das gemeinschaftliche Vereinsleben auch herangeführt werden. Und das ist sicherlich auch ein entscheidender Punkt dafür, weshalb wir uns mit Überzeugung auch um die zusätzliche Sportstunde bemüht haben. Ja, und da kommt jetzt auch noch natürlich das Thema Kooperation zwischen Zentrum Mensch und der Grundschule und dem Förderverein zum Tragen. Aber was bedeutet dir aus Sicht des Bürgermeisters diese Kooperation? Also die Kooperation läuft sehr gut, schon seit vielen Jahren. Und deshalb bedeutet sie mir auch was, weil das einfach ein sehr zuverlässiger Bestandteil eben auch unseres Angebots in der Grundschule ist. Das muss man dazu sagen, eigentlich ist für das pädagogische Angebot in der Grundschule das Land zuständig, als Träger auch der Unterrichtshoheit, auch als Arbeitgeber der Lehrerinnen und Lehrer. Und wir als Gemeinde sind eigentlich nur dafür da, dass wir sozusagen die Hülle stellen, also das gesamte Schulgebäude und alles, was drumherum eben notwendig ist, Sportplätze, Sporthalle und so weiter. Und aus dieser Überlegung aber heraus, wir wollen mehr tun als das, was eigentlich über das Land angeboten wird, ist eben diese zusätzliche Sportstunde entstanden. Und klar ist, dass dieses Angebot jemand umsetzen muss. Die Lehrerinnen und Lehrer können das nicht machen, weil die in ihrem Deputat, das sie durch das Land zur Verfügung gestellt haben, voll ausgeschöpft sind. Und dann war eben die Überlegung schnell da, wir brauchen einen Kooperationspartner, über den wir dieses zusätzliche Angebot bei uns hier in der Grundschule anbieten können. Und da ist eben das Zentrum Mensch als lokaler Anbieter für Gesundheit und ja, Sportleistungen und Zusammenarbeit uns eben schnell in den Sinn gekommen. Und wir sind dankbar, dass das seit vielen Jahren gut funktioniert. Ich verlinke hier oder hier, schaue ich dann noch, auch wer sich da weiter noch mit beschäftigen möchte. Wir haben auch schon mit einem Vertreter des Freundeskreises ein Interview geführt. Der kann sich da nochmal einfach reinhören und auch nochmal ein bisschen mehr Informationen von Seiten der Elternschaft auch bekommen. Ja, aber vielen Dank und es freut mich natürlich auch als Vertreter vom Zentrum Mensch, dass diese Kooperation so auf fruchtbaren Boden fällt, dass die auch so wohlwollend ankommt. Und höre jetzt auch raus, dass es da eigentlich auch durchaus das Interesse gibt, die dann auch so fortzuführen, um eben auch für die Schülerinnen und Schüler dann entsprechend das Sportangebot so breit und so in die Tiefe auch oder ja, zeitliche Breite, aber auch, man kann ja auch viel mehr dann in der Unterrichtszeit machen, angeboten werden soll. Ja, vielleicht noch aber
auch eine Frage zum Privatmenschen Thomas Haas. Ich denke, Bürgermeister ist in der Regel wahrscheinlich ein Vollgasjob. Der geht nicht von 9 to 5 und nicht von Montag bis Freitag oder 4 Tage Work-Life-Balance-Woche. Wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein. Und deswegen umso mehr die Frage, wie kommt Kraft und Energie zurück? Also wie lädt Thomas Haas seine Akkus wieder auf? Also ganz richtig beschrieben, der Bürgermeisterjob ist kein normaler Bürojob, sondern vor allem am Abend und am Wochenende sind natürlich auch zusätzlich Termine wahrzunehmen. Ganz klar, jetzt gerade an diesem Wochenende hatte ich sowohl Freitagabend als auch Samstagabend Abendtermine. Da wird das Wochenende natürlich kurz, aber man muss auch dazu sehen, dass die Termine in der Regel die Termine sind, in denen man am meisten Kontakt auch wirklich zur Bevölkerung hat. Und insofern sind es einfach auch wichtige und wertvolle Termine, die man dann auch gern und aus Überzeugung wahrnimmt, auch wenn es natürlich persönlich für einen zeitlich und auch von der Kapazität her schon sehr herausfordernd ist. So ehrlich muss man auch sein und will ich auch immer sein, weil klar ist, hinter jedem Amt steckt natürlich auch eine Person, ein Mensch mit den gleichen Bedürfnissen, wie sie eben andere Menschen und andere Arbeitnehmer auch haben. Ja, und wie lade ich meine Akkus auf? Vor allem mit meiner Verlobten zusammen, natürlich im Privaten, mit Freunden, mit der Familie. Das gibt mir sehr, sehr viel Kraft, vor allem auch Halt. Man erlebt viel in so einem Beruf und da ist es wichtig, dass man sich auch mal im ganz vertrauten Rahmen eben über Erlebtes austauschen kann, um sich auch nochmal vielleicht von einer anderen Perspektive heraus die Dinge anzuschauen. Und daraus schöpfe ich Kraft mit Freunden, mit der Familie und ich bin gern in der Natur draußen, bewege mich auch gern, wenn ich Zeit habe, mache gern Sport, fahre Fahrrad, gehe joggen, mache auch selber Fitmix-Kurse oder nehme selber Fitmix-Kurse in Anspruch und das ist für mich wichtig. Privates ist vor allem Freundschaft und Familie und Bewegung. Ja, und bei dem Fragenhagel vorhin schimmert ja auch nochmal so vorhin durch, ich glaube durchaus auch gesellig sein, Freunde bekochen, zusammensitzen, gibt es da ein besonderes Verwöhngericht? Nee, eigentlich nicht. Müsste ich mal überlegen, ob ich das vielleicht in Zukunft mir überlege. Aber was immer gut läuft, wenn Freunde da sind, ist natürlich Pizza auch selber zu machen. Das ist eigentlich immer ganz nett, weil man sich dadurch, man hat ja nicht so einen riesen Ofen, dadurch zieht sich das Essen immer ein bisschen und kann währenddessen guten Wein trinken. Und das macht dann natürlich Freude und ist sehr gesellig. Insofern genieße ich das auch tatsächlich, ja. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, man mag es kaum glauben, aber wir kommen schon wieder zum Ende unseres Gesprächs. Traditionell kommt an dieser Stelle die drei Fragen zum Schluss. Wenn ich an das Zentrum Mensch denke, dann? Denke ich vor allem dran, dass gesundheitlich oder Gesundheit, so muss man es besser ausdrücken, Gesundheit für den Menschen ganzheitlich gedacht wird. Und dass vor allem auch der Mensch im Mittelpunkt steht, das sagt ja auch der Name Zentrum Mensch. Und das nehme ich wahr, wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern über das Zentrum Mensch spreche oder andersrum Bürgerinnen und Bürger mich auch auf das Zentrum Mensch ansprechen. Und das nehme ich aber beispielsweise auch selber wahr, wenn ich als Patient oder als, wie nennt man das, als Kunde des Zentrum Mensch wirklich auch im Zentrum Mensch zu Besuch bin. Und gibt es Vorbilder, denen du folgst? Ganz schwierig, das vielleicht auf ein oder zwei Personen runterzubrechen, aber Leute, die ich zumindest spannend finde, ich glaube, Vorbild ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, weil ich versuche auch natürlich meinen eigenen Weg zu gehen, aber spannende Persönlichkeiten finde ich zum Beispiel jetzt aus dem politischen Umfeld Wolfgang Schäuble, der jetzt ja vor kurzem auch erst verstorben ist, ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel von einem Menschen, der wahnsinnig pflichtbewusst ist und immer das Beste für die Bürgerinnen und Bürger erreichen wollte und der es aber gleichzeitig geschafft hat, immer Mensch zu sein. Und das ist für mich also wirklich was, wo man sich auch gut und auch sehr fokussiert drauf orientieren kann. Ja, heute passt die Frage ganz gut eigentlich. Die letzte Frage. Wir würden dir für 3 Wochen, also fiktives Gedankenspiel natürlich, eine Plakatwand zur Verfügung stellen an den Ortsenden und Ortsanfängen von Satteldorf. Welche Mutmachbotschaft würdest du mit uns gerne teilen? Also es passt ganz gut, weil ich ein sehr optimistischer Mensch bin. Das braucht es, glaube ich, auch in den Ämtern, wo man ständig vor Problemen und vor Herausforderungen steht. Insofern würde ich, glaube ich, als Mutmachbotschaft formulieren, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, dann kann man jedes Problem lösen. Ausrufezeichen, ich glaube, das drückt es ganz gut aus.
Solange man es nicht wie beim Tauziehen macht. Ne? Da ziehen ja auch alle an einem Strang. Ja, das stimmt. Man muss auch in die gleiche Richtung natürlich ziehen. Ja, so ist es. Ja, vielen Dank für dieses spannende und aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche alles Gute. Sehr gerne. Vielen Dank. Hat dir das Interview gefallen? Dann unterstütze gerne unseren Podcast Auf eine Tasse mit dem ZM, indem du teilst, likest und abonnierst. Und wenn du auf YouTube hörst, drücke die Glocke, dann wirst du über jedes neue Interview informiert. Danke dir für deine Unterstützung. Mehr zu unseren Angeboten und kostenlose fachliche Infos findest du auf unserer Homepage, zum Beispiel im Blog unter dem Reiter News. www.im-zm.de. Bis zum nächsten Mal.